In diesem Video geht es um das Jahr 2024 und ich möchte mit euch anschauen anhand von der Numerologie und auch von der Zahlensymbolik vom Tarot, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Ja, erstmal ermittle ich die Jahreszahl. Und das erkläre ich euch jetzt gerade. Das ist total einfach. Die 2 plus 0 plus 2 plus 4, also die Quersumme. Und die ergibt 8. Das heißt, wir befinden uns in einem Achterjahr. Die Energie von der 8 wird das ganze Jahr überstrahlen. Diese Zahlen hier sind allerdings auch wichtig und deshalb gehe ich auch diesen Zahlen auf den Grund. Ich bin ja sehr überzeugt von der Weisheit vom Tarot und deshalb nutze ich die Tarotkarten und ich verwende hierfür diesmal die Art Design Osorio Tarotkarten von der Angelina Schulze. Beginnen wir mit der 2 und die 2 ist doppelt vorhanden und somit auch doppelt wichtig. Die 2 steht für die Dualität. Sie steht aber auch für die Spiritualität. Im Tarot wird sie der Hohepriesterin zugeordnet und die Hohepriesterin gibt den Hinweis, dass es um das Unterbewusstsein geht. Es geht ums Lernen, darum, Geheimnisse zu erforschen, heilige Geheimnisse, verborgenes Wissen an die Oberfläche zu bringen und einfach diese unerforschten Mysterien in die Welt zu tragen. Ja, die Hohepriesterin steht hier mit einem Fuß auf dem Mond. Und das ist so eine Anspielung auf die Mondenergie. Diese weiche, sanfte, weibliche Energie, die hier vorhanden ist. Ja, die Hohepriesterin zeigt auch ja diese Dualität an mit der weißen und der schwarzen Säule. Und es ist eine sehr liebevolle Energie. Sie sitzt hier vor diesem Durchgang und lässt eigentlich nur denjenigen durch, der schon genügend gereift ist, der schon genügend gelernt hat. Und zwar aus dem Grund, weil sie sagt, so, du musst ja mit dem klarkommen, was hinter diesem Vorhang ist. Also musst du eine bestimmte Reife erlangt haben, um in diesen Bereich hineinzugehen. Ja, kommen wir zur Null. Die Null ist eigentlich keine Zahl. Sie ist so dieses Alles oder Nichts. Und da kann man sagen, so alles ist möglich. Im Tarot steht die Null, also wird die Null dem Narren zugeordnet. Der Narr ist ein Jüngling, also recht unerfahren noch. Er begibt sich auf eine Reise und ja, er ist so, er nimmt alles ganz locker und unbeschwert. Er hat überhaupt keine Angst. Er spaziert hier seinen Weg lang, schaut nicht mal, wo der Weg hinführt und steht hier kurz vorm Abgrund. Das heißt, der Narr ist sich der Gefahr, die hier lauert, gar nicht bewusst. Er hat aber seinen kleinen Hund dabei. Und dieser Hund bellt hier ganz fürchterlich, um ihn zu warnen.
Der Hund auf diesem Bild vom Narren auf dieser Karte steht für seinen Instinkt. Und die Karte der Narr mahnt uns, auf unsere Instinkte zu hören. Ja, die 2 entspricht wieder der Hohen Priesterin. Das wiederhole ich jetzt nicht alles, was ich gesagt habe. Und die 4 entspricht dem Herrscher. Die 4 ist eine Zahl der Stabilität. Also hier ist ja alles so ein bisschen spirituell mit den 2. Die 0 ist so dieses Alles oder Nichts. Es ist einfach nicht greifbar. Und mit der 4 wird das alles stabiler. Die 4 gibt einen gewissen Rahmen. Ja, und im Tarot entspricht die 4 dem Herrscher. Ich möchte jetzt aber nochmal zuerst auf den großen Zyklus eingehen. Und das ist hier die 2 und die 0, die 20. Das ist der große Zyklus, der für uns sehr lange erhalten bleibt. Und die 20 wird der vorletzten großen Arcana-Karte vom Tarot zugeordnet und die nennt sich das Gericht. In manchen Tarot-Decks heißt sie auch das jüngste Gericht. Und ja, was man auf dieser Karte sieht, man sieht hier 3 Personen, die in Särgen stehen. Ja, und das Gericht hat auch so diese Bedeutung von der Auferstehung von den Toten, deswegen auch das jüngste Gericht. Und es zeigt eigentlich an, dass da eine neue Ära beginnt. Da kommt etwas grundlegend Neues. Gleichzeitig, also es bezieht sich auf die 20, gleichzeitig ist es aber auch wie eine Prüfung, das sogenannte jüngste Gericht. Eine Prüfung, hast du das geschafft, was du dir vorgenommen hast? Und ja, der Minusbereich ist, dass viele Lügen auch nach oben kommen. All diese Unwahrheiten werden aufgedeckt von der Gerichtskarte. Gut, dann, ich finde, das passt schon sehr gut in diese Zeit rein. Und eben, das Gericht steht immer für einen neuen Zyklus, einen Neubeginn. Es kann für einen Quantensprung stehen. Etwas grundlegend Neues. Das hat ja bei uns auch schon vorher angefangen. Jetzt kommen wir ja schon ins Jahr 24. Aber ich fand es trotzdem wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ja, nun zum Herrscher. Ja, wenn man das so kurz und knapp sieht, der Herrscher ist jemand, der bringt wieder Struktur in die Sache. Er kann allerdings auch ein strenger Diktator sein. Muss er aber nicht. Es ist jemand, der für Ordnung sorgt, der klare Richtlinien steckt, der Grenzen steckt. Ja, man kann auch sagen, es geht um Macht und Kontrolle, um Autorität, um Disziplin, manchmal auch um Dominanz, in jedem Fall um Durchsetzungsvermögen. Es kann um Kompromisslosigkeit gehen.
Es geht um Stärke, um Stabilität, um Standhaftigkeit, um Selbstbewusstsein, Verantwortung, aber auch um so einen Siegeswillen. Wenn man es kurz zusammenfasst, könnte man sagen, die Themen Macht und Ohnmacht werden wichtig in dem Jahr. Ja, der Herrscher ist eben immer eine sehr wichtige Person, die eine bestimmte Stellung hat. Das könnte jetzt natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass so im Bereich Regierung, im Bereich Macht sich etwas verändert. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass die Zügel enger angezogen werden. Es könnte aber genauso gut auch ein Hinweis darauf sein, dass da einfach mehr Ordnung entsteht. Ja, dann schauen wir mal zur 8. Die 8 ist so diese klassische Heilungszahl. Die 8 hat keinen Anfang und kein Ende. Und wenn man die 8 dreht, dann hat man die Lemniskate. Und ja, da kommt diese Heilung eigentlich richtig zum Tragen von der 8. Man nutzt es in der Psychologie, in der Kinesiologie. Bei einigen Ritualen wird die liegende 8 genutzt. Und es dient immer der Heilung, manchmal auch der Auflösung von Negativem. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Synchronisation der beiden Gehirnhälften, wo man mit den Augen diese liegende 8 verfolgt. Und ja, was auch noch so eine ganz einfache Sache ist, das kannst du ja gern auch mal ausprobieren, wenn du irgendwo Schmerzen hast und diese 8 darüber malst, einfach leicht auf der Haut streichst, dann kommen die Energien wieder in den Fluss und oftmals hilft es so ein bisschen. Ja, die 8. Die ist die Zahl des Reichtums, der Macht. Sie steht für Geld, für Ruhm, für Materialismus, aber auch für den Willen, für die Führungsqualität, für Energie, für Kraft, für Disziplin, für Ausdauer, für Leistungsfähigkeit, auch für Großzügigkeit, für Autorität. Der Herrscher steht übrigens auch für Autorität. Ja, sie steht auch für Organisation, für Kreativität, für Individualismus, für Neugier, Wissbegier. Sie steht allerdings auch für Kampf und Strategie. Sie steht auch für Gegensätze, ebenso wie eben auch die 2 für die Dualität steht. Ja, sie steht auch für das Durchsetzungsvermögen, für langfristiges Planen und für Weisheit. Die eher negativen Aspekte von der 8 sind dann die Intoleranz, die Aggressivität, die Unberechenbarkeit, die Schadenfreude, Härte und Dominanz. Und ihr werdet sicherlich auch bemerkt haben, dass einige von diesen negativen Aspekten auch sehr auf diesen Herrscher zutreffen. Ja, die Karte, die Kraft wird der 8 zugeordnet.
Hier sehen wir eine Frau, die einem Löwen das Maul öffnet und ihre Hände reinlegt. Und ihr seht es jetzt vielleicht nicht so gut, aber ihr Gesichtsausdruck ist völlig entspannt. Also sie scheint da überhaupt keine Bedenken zu haben, gar keine Angst vor diesem Löwen. Man sieht zwar hier diese scharfen, spitzen Zähne, aber sie hat da wohl keine Angst, dass dieser Löwe zubeißt. Und diese Karte, die Kraft, die steht für diese innere Stärke, die man hat, für den Mut, für die Tapferkeit, auch für diese Willenskraft, auch für Lebensenergie und auch für die Entschlossenheit. Also diese Frau hat überhaupt keine Angst, ist vollkommen angstfrei und sie fordert uns auch dazu auf, mutig zu sein und sich seinen Ängsten zu stellen. Alles, was mit Hindernissen und Problemen zu tun hat, solltest du mit Entschlossenheit und mit einer gewissen Willenskraft angehen. Also die Karte Kraft, die bringt dir den Mut, diese Lebendigkeit, und ja, sie fordert dazu auf, die Energien in die richtigen Bahnen zu leiten. Es ist also eine wunderbare Karte. Und ja, das zeigt einfach, da ist sehr viel Kraftpotenzial vorhanden in dem Jahr 2024. Was, ja, wo wir halt wirklich aufgefordert sind, ist halt eben mit unseren Ängsten umzugehen, unsere Ängste anzuschauen. Oftmals hat man ja auch Ängste, ja, die Ängste, die sich nur im Kopf abspielen. Ich nehme mal noch die kleinen Tarots dazu. Ja, die Achter aus der kleinen Arkana. Da haben wir nämlich schon die Acht der Schwerter. Und die Acht der Schwerter, finde ich, passt jetzt sehr gut zu diesen Ängsten. Man sieht hier eine Frau gefesselt mit verbundenen Augen und die Schwerter. Also bei dem klassischen Rider-Waite-Tarot sind die Schwerter auch noch um die Frau rum, aber es gibt eine Öffnung. Und die Schwerter stehen eigentlich für die Gedanken. Und das Dunkle auf der Karte, das zeigt so, ja, dass man negativ denkt, dass man vielleicht in Depressionen gefangen ist, in negativen Gedanken, dass man aber durchaus hier weggehen könnte. Also die Füße sind überhaupt nicht eingebunden, angebunden. Sie könnte sich durchaus da wegbewegen. Wahrscheinlich könnte sie sogar ihre Arme einfach da rausziehen aus diesen Schnüren und die Augenbinde abnehmen. Und dann würde sie sehen, wo sie steht. Es ist immer die Achterschwerter, so eine Karte, wo man sich nicht bewegen kann, wo man negativ denkt, wo man denkt, man kann nichts ändern. Ja, und hier gilt es einfach, aus dieser Situation rauszukommen. Was haben wir noch? Ja, wir haben die Acht der Kelche. Und mit der Acht der Kelche ist hier etwas sehr Interessantes angezeigt. Dieser Mann geht und er geht ins Ungewisse. Er lässt seine Kelche hier zurück und man sieht, genau hier in der Mitte fehlt ein Kelch. Also das heißt, er war vielleicht schon recht zufrieden mit allem, aber er hat dann festgestellt, hier fehlt ein Kelch.
Und er macht sich jetzt auf den Weg ins Ungewisse, um diesen Kelch noch zu finden. Und er geht auch ja, zu einer Zeit, wo es eigentlich so leicht dämmerig ist. Er sieht gar nicht so genau, wohin sein Weg führt, aber er geht das Risiko ein. Er ist risikobereit. Ja, um was geht es noch? Die 8 der Münzen. Sieht man die noch? Sonst lege ich es auf der Seite hin. Ich glaube, da sieht man es besser. Die 8 der Münzen ist eine Karte, die aufzeigt, dass hier jemand sehr fleißig ist und sehr genau an etwas arbeitet. Hier wird etwas Neues erschaffen. Und das passt sehr gut zu dieser 8er Energie, wo man halt auch konsequent dran bleibt. Ja, und dann haben wir die 8 der Stäbe. Und die 8 der Stäbe, die zeigt so diese neuen Impulse an, die kommen. Und die können sehr schnell kommen. Also für diejenigen, die erfinderisch tätig sind oder forscherisch, da kommen die Ideen, die kommen und fließen. Die kommen auf einen zu. Man ist in der Lage, Neues zu beginnen. Es ist also sehr spannend. Also, das Jahr 2024, das 8. Jahr, das sagt uns hier eigentlich, dass wir sehr viel positive Energien in diesem Jahr geschenkt bekommen. Dass sehr viele Heilungsenergien fließen werden. Aber auch, dass es an der Zeit ist, dass wir uns unsere Ängste anschauen und überwinden. Es ist gut möglich, dass durch diese 4 hier und diesen Herrscher, dass das einfach nochmal Ängste aufbringt, weil es hier wieder um eine Veränderung geht. Vorher hatten wir die 2023 und da lief es anders. Durch den Herrscher, der jetzt hier Struktur reinbringt, der Grenzen setzt, der eine gewisse Härte hat und eine gewisse Klarheit, hier geht's lang, kann das natürlich eben Ängste auslösen. Es kann hier aber auch um tief sitzende alte Ängste gehen. Es geht darum, wirklich mutig voranzuschreiten, diese Situation hier zu durchschauen. Für diejenigen, die gefangen sind und sich für unfähig halten, sich aus einer Situation rauszubewegen, ist es ganz wichtig, das zu wissen, dass es einfach nur die Gedanken sind. Die Befürchtungen, die einen lähmen und in der Situation halten. Denn mit der 8 der Kelche sieht man das wunderbar, wie dieser Mann einfach gehen kann und er geht ins Ungewisse. Er hat keine Angst mehr oder er überwindet dadurch seine Angst, indem er einfach tut, indem ihm sein Ziel diesen Kelch, der ihm die Erfüllung bringt. Also sein Ziel ist, das zu bekommen, was er wirklich will. Und ja, er geht dafür ins Ungewisse. Sehr spannend. Und natürlich eben, es geht um harte Arbeit. Es geht um sehr viele gute Inspirationsmöglichkeiten. Nur man muss eben
mutig genug sein, daraus was zu machen. Ja, sehr spannend. Ich hoffe, das Reading hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da und auch gerne einen Kommentar. Ich wünsche dir ein wundervolles, erfolgreiches 2024.